Moin Leute, am heutigen Tag wird mein YouTube-Kanal 3 Jahre zurück in die Vergangenheit reisen, und zwar mit der Internet Wayback Machine. Auf dieser traumhaften Seite werden Screenshots gespeichert, und zwar von den verschiedensten Internetseiten, unter anderem auch meiner YouTube-Seite. Doch zuerst gucken wir uns einfach mal an, wie mein Kanal denn momentan so aussieht. Da sehen wir ein bisschen Varo. Die ersten 6 Folgen, das ist halt die Playlist. Dann hier Minecraft Freedom, da haben die ersten Folgen auch schon circa 1,3, 1,4 Millionen Klicks. Die Animation, die Almighty Power Machine, die Bad Wars Woche. Also da sind wirklich viele, viele Erinnerungen. Und was man sich vielleicht mal so ein bisschen angucken könnte, sind zum Beispiel die Aufrufzahlen. Ich will damit jetzt nicht prahlen. Ich möchte euch nur eine ganz, ganz krasse Entwicklung zeigen und vielleicht auch eine Motivation für alle Leute von euch, die selber mal mit YouTube anfangen wollen oder gerade schon dabei sind. Jetzt gehen wir mal hier auf die Seite. Das ist die Internet Wayback Machine. Da sehen wir, hier wurden die Screenshots gespeichert und es gibt auch einen aus dem Jahre 2013. August, der 5.2013. Guck mal hier, 19.49 Uhr. Da sehen wir meinen Avatar. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz interessant. Was habe ich denn da alles so hochgeladen? Vor 4 Stunden Trouble in Mine Will mit dem traumhaften Titel da Bananarama. Obwohl Hunting Wolf habe ich das genannt. Und da sehen wir auch einfach 108 Views vor 4 Stunden hochgeladen. Und das sind nicht 108.000 oder sonst was in der Richtung, sondern es sind 108 Views. Und das meinte ich eben mit diesem, ja, jeder hat mal klein angefangen. Und es heißt am Ball bleiben. Ich mache das Ganze jetzt ja auch schon mehrere Jahre, aber man darf sich, hier habe ich schon die 156. Folge Happy Wheels. Da sehen wir noch Team Ungespielt, Projektserver. Da hat Simon damals so einen City-Build-Server geleitet. Da waren auch noch so Tudel etc. am Stissel. Wir können hier mal so ein bisschen weiter zurückgehen. Da habe ich ein bisschen Hide and Seek gespielt, Survival Games. Da gab es eine Livestream-Ankündigung auf Twitch. Gun Game habe ich da ein bisschen gezockt. Was sehen wir hier unten noch? Paluten empfiehlt. Oh, guck mal da, da habe ich Tipps und Tricks für One in the Chamber rausgehauen. Ein bisschen Beat the Ungeheuer. Da hatte Simon damals so eine kleine Challenge gemacht. Schafft ihr mehr Kills? Oh, hier unten ist auch das, oh Gott, das 27 Kills plus Facecam Video bei Beat the Ungeheuer. Ich weiß nicht, wer von euch noch One in the Chamber kennt. Da musste man halt, doch, das kennt ihr von freaking Mario Party, na klar. Warte mal, wurde das? Das wurde zwar nicht archiviert, man kann den Link natürlich noch abrufen. Ich hatte das Video, glaube ich, schon mal bei einer Zeitreise präsentiert, aber das haben sicherlich viele von euch noch nicht gesehen. Es ist vom 19.07.2013 und das war, glaube ich, auch um 5 Uhr morgens oder so, weil ich eben probiert habe, diese Kills zu erreichen. Und ich war bei diesem Video schon ziemlich, ziemlich müde. Da habe ich auch noch mein krasses Headset. Da war noch nicht das Rode am Stissel, sondern da ist noch die grüne Wand. Und warte mal, wir starten es einfach mal. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz zusammen an. So Leute, 24 Kills benötigen wir und das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, würde ich mal so spontan sagen. 20 Kills haben wir schon mal bereits geschafft, aber 24, das ist nochmal eine ganz andere Hausmarke. Das ist eine richtige Fortuna. Sag mal nicht Hausnummer. Namens Holt, bist du eigentlich die richtige Göttin, an die ich mich gerade wende? Ja, Fortuna, das, das ist richtig Pitissel. Nur gut. Oh, da geht's los. Gehen wir mal hier vorne. Oh, der geht auch hier rein. Hier ist auf jeden Fall was los. Guck mal, da guckt er, da will er uns, versucht er uns zu schlagen. Und jetzt. Nummer 1. 2. 2. Ja. Fortuna läuft, ne? Die reihen sich alle auf. Oh, daneben. Das läuft nicht, Fortuna. Was war da? Aber er kriegt auf den Kopf. Was versagt. Mach, dass du wegkommst. Oh, Fortuna, das war wieder nice. Ja, der Kill war immer noch ganz cool. Gib uns mehr. Nein, doch, Fortuna, was ist da los? Habe ich eigentlich ganz gut aufgeräumt. Wir gehen mal ganz kurz weiter. Hol. Ja. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Würde ich mal sagen. Das war eine gute. Da gehe ich jetzt weiter handen. Ansammlung an Kills. Oder daneben. Mach, was war denn da los? Schnapp ihn dir. Hoch. Der hatte auch 2 Stück. Alter Schwede, der geht ganz gut ab. Da ist er weg. Ich glaube, jetzt kommt die Stelle, wo so wirklich überall von allen Seiten gleich Leute kommen. Zweiergruppen bilden, bitte. Oh, da gab es auch noch keine Sprint-Taste oder so. Da musste man mit Doppel-W. Das war es jetzt auf jeden Fall. Oh, das war es doch noch nicht. Holy Macaroni. Ich war so nervös. Hier kommen sie jetzt aber aus allen Ecken. Jawohl. Ja, komm. Ja, und da. Gut, wir wollen uns jetzt auch nicht das komplette Video angucken. Werde ich euch vielleicht mal verlinken. Oder ihr seht ja den Titel 27 Kills plus Facecam.
Das, wer da nochmal Bock drauf hat. Oh Gott, dieser Projektserver damals, da habe ich so ein richtig hässliches Haus gebaut. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Update, was ich so die letzten Tage auf dem Server getrieben habe. Oh Gott, und wie immer lassen wir den Haus. Blick nach links schweifen und sehen, ich war wieder aber relativ sieht gar nicht so schlecht aus, was das Sammeln von Ressourcen angeht. Und zwar habe ich wieder ganz viel Sandstein und Sand gesammelt und habe einfach mal just for fun nochmal sozusagen zwei Pyramiden da drauf gesetzt, denn die eine hier ist falsch rum. Janina, guckt mir einfach mal irgendwas. Ich skipp das Ganze mal so ein bisschen durch. Stimmt, da habe ich eine Arena da unten gebaut. Die sah gar nicht so schlecht aus. Zeig mir nochmal die Arena. Was habe ich denn da für ein Texture Pack noch drin? Zu klein. Ich glaube Janina Craft. Dann kann man da nochmal hochklettern. Sieht man meine Arena? Nun gut, wir werden auf jeden Fall mal hier hingehen. Das ja, da unten sieht man das. Aber ist leider alles ein bisschen dunkel. Geh jetzt mal auf About. Mal gucken, was ich damals da hingeschrieben habe. Komm schon, funktioniert. Ah! Moin Leute, bei mir erwarten euch täglich die verschiedensten Minecraft-Videos. Zusätzlich gibt es täglich auch noch eine schmackhafte Folge Happy Wheels. Zudem gibt es noch tägliche Livestreams auf meinem Twitch-Kanal. Ja gut, den habe ich hier längere Zeit nicht mehr benutzt. In den Streams zocke ich hauptsächlich Minecraft gegen meine Zuschauer. Schaut euch doch einfach mal rum und fühlt euch wie zu Hause. Was sehen wir hier? 231.000 Subscriber? Hä? Oh, das ist ein ganz anderes Datum. Da sind wir ja schon beim September 2014. Moment mal. Das stimmt aber nicht. Wir können ja mal, wir springen mal weiter. Schauen wir mal ins Jahr 2014. Da haben wir den ersten Punkt, der 4. Mai. Das Ganze scheint einen Fehler bei der Abspeicherung zu haben. Das ist jetzt das Einzige, mit dem wir arbeiten können. Da sehen wir aber auch schon ganz oben Minecraft Varo. Wir sind jetzt gerade beim 13. Juli 2014. Das muss aber, glaube ich, noch ein bisschen früher sein. Hier sehen wir auch noch, ich weiß nicht, wer das von euch alles noch kennt, den 301 View Bug. Das war nämlich folgendermaßen, nach 301 Views wurde gecheckt, ob das Video denn überhaupt tatsächlich richtige Views generiert hat. Und da musste man mehrere Stunden warten, bis das aktualisiert wurde. Hier sehen wir schon die Entwicklung. Da waren wir bei Minecraft Galaxy Folge 49. Pidizzle bald in America? Okay. Und da hat das 33.000 Views scheinbar nach einem Tag, weil ich habe ja immer zwei Videos am Tag hochgeladen. 21.000 mit Happy Wheels. Da habe ich ein bisschen eine deftige Schlägerei gehabt bei QSG. Sehen wir noch Galaxy, unzerstörbares Genick, ich brauche deine Hilfe. Oh, es wird ein Ghost Dragon, Operation OP-Rüstung. Da sehen wir ein bisschen Guess What, da habe ich mit Bergy ein bisschen Aero gespielt. Das ist ja jetzt letztlich die Vierer-Variante von Bed Wars. Das hieß alles früher noch ganz, ganz anders. Da haben wir zwar schon Bed Wars auf dem Gommes-Server, aber das ist ja Aero auf dem Server von Rotpilz, DustMC. PirateCraft Rush. Genau, Rush war letztlich die erste Bed Wars-Variante. Für die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Ein bisschen Ender Games. Guck mal, da kam das Enderman-Kit gerade erst frisch raus. Da haben wir noch die ersten Folgen Varo von Varo 1. Was ich dann... Ist es komplett fertig? Nee, da waren wir gerade mal scheinbar bei Folge 12. Okay. Nee. Hier sehen wir das schon. Hier ist auch das Varo. Das Ende von Varo. Das ist das Finale von Staffel 1. Was ich ja glücklicherweise zusammen mit der guten alten Sturmwaffe gewinnen konnte. Hier unten, Respektschelle von Simon. Da haben Bergy und ich Simon in Köln besucht und jetzt wohne ich hier selber. Das ist ein bisschen crazy. Stimmt, hier ist auch noch Let's Try, meine Adventure-Map-Tipps gegen Langeweile. Da habe ich immer so Adventure-Maps angespielt für einen Part. Im Grunde genommen kann man das vergleichen mit dem, wie ich es jetzt mache bei gewissen Random-Games, dass ich die einfach mal einen Part lang anzocke und euch präsentiere und dann einfach gucke, okay, könnte euch das nicht gefallen, dass ihr das selber einfach mal spielt. Einfach so ein paar Tipps gegen Langeweile halt und nicht immer dann so ein dickes, fettes Let's Play. Ich will mir das ganz kurz mal angucken. Adresse des Links kopieren. Wo ist unser Ghost Dragon? Oh, das Minecraft Galaxy. Minecraft Galaxy. 13.07.2014. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Galaxy. Wir splashen mal wieder auf den Server. Und irgendwie bin ich heute ein bisschen destroyed. Mir geht's auch irgendwie gar nicht gut. Ja, das sieht man. Bidizzle, was ist denn da los? Du siehst ja aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ach, Minecraft Galaxy war auch geil. Ich hoffe, das ist kein Vorzeichen für das Spiel heute Abend. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder nach Hause, Leute.
ab nach Hause. Das war auch ein echt geiles Projekt, Minecraft Galaxy. Das hat echt Spaß gemacht. Da gab es so Drachen. Und es war natürlich auch die Geburtsstunde von Edgar. Was viele, doch, ich hatte ja mal so ein Video darüber gemacht. Alle Sachen, die wir benötigen. Wieso sehe ich aus wie eine Hexe? Habt ihr das gesehen? Plenty. Und sorry, falls ich heute noch mehr Scheiße laber als sonst, aber ich schieb das einfach mal darauf, dass ich mich echt fühle wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Erstmal müssen wir jetzt auch mal was essen. Ich glaube, stimmt, man konnte fliegen. Gerade für ein Geräusch. Hä? Ich wollte schon gerade sagen, wieso kann ich nicht fliegen? Ja, ich habe mich eben gerade auch ein bisschen gewundert. Wir müssen einfach nur ein bisschen wie denn, man sieht nichts. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Und ich werde jetzt gleich lecker noch grillen. Allerdings muss ich sagen, dass das Wetter alles andere als gut aussieht. Wieso geht denn der Grill? Oh, guck mal, Leute. Da ist ein ME-System. Zumindest so eine... Ja, ich glaube, es ist noch nicht fertig. Mit dem ganzen Kram hin so. Oder? Also ich meine, ich will da jetzt eigentlich nicht unbedingt Cobblestone noch mit reintun. Pidizel, was ist denn da jetzt los? Wo holst du denn die Items? Wozu? So, hier nochmal ein bisschen Tin. War das eine frühere Version davon? Mal gucken, wie viel... Ja, genau, guck mal, das ist eine frühere Version von ME-System, was wir zum Beispiel gerade bei Freedom auch benutzen. Da kann man sich das alles eben angucken, bloß ohne diese große Schaltfläche. So, wir haben 320 Iron, 282 Diamanten. Läuft bei uns. Und ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußball gucken und haut rein. Ciao. Ciao. Ach krass, guckt euch das mal an. Hier sind ganz viele spanische Kommentare. Spam gracias a Willy. Und zwar haben die Leute ja für mich früher immer Happy Wheels Level gebaut, die ich dann gezockt habe. Und da waren auch ganz oft so ganz hochgeratete Paluten Level auf Happy Wheels. Und das hat dann Willy Rex gespielt, ein ganz, ganz großer spanischer YouTuber. Und der hat sie dann scheinbar alle hier rübergeschickt auf meinen Kanal. Ach Mensch, hier da. Yo también vengo por Willy y también porque soy alemán. Lol, no entiendo una mierda. Ich habe keine Ahnung, was die sagen. Vielleicht kann das jemand in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich beleidigen die mich alle. So Leute, das war doch mal eine richtig, richtig coole Zeitreise. Ich meine, wir sind ja gerade mal erst beim 13. Juli 2014. Die Hälfte des Jahres hätten wir noch vor uns. Und 2015, also falls ihr Bock habt auf einen zweiten Part, lasst gerne eine kleine Bewertung da. Dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal an. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.